Edmonton, die Hauptstadt Albertas in Kanada, ist das Ziel meiner Alltagsflucht. Nach einem enttäuschenden warmen Winter in Österreich bin ich mit ein paar Freunden einfach kurz losgezogen. Mitgekommen sind Gabi, Manu und Ina und schon vorausgereist ist Christoph. Bevor wir weiter ins Hinterland fahren, muss auch noch etwas Kultur sein. Wir schauen uns die berühmte Art Gallery of Alberta an. Nach der Hochkultur widmen wir uns der Alltagskultur, dem Shopping. Die riesige Mall in Edmonton war lange die größte der Welt. So groß, dass sogar ein Eislaufplatz, ein Aquarium und einiges mehr darin Platz hat. Überhaupt sind die Kanadier total begeistert, wenn es ums Eis geht. Nahezu jede Wasserfläche wird sofort zum Eisfeld und auch sonst begegnet uns Eis auf Schritt und Tritt. Am nächsten Morgen lassen wir Edmonton hinter uns und machen uns auf den Weg zum Elk Island National Park. Wilde Natur mit wilden Tieren, genau mein Geschmack. Hier hoffe ich wieder Energie tanken zu können, denn Job und Stress haben mich doch ziemlich ausgelaugt. Gewaltige Kolosse, diese Bisons, die hier einfach wild herumlaufen. Da fühle ich mich fast wie ein Indianer vor 200 Jahren. Ein gutes Gefühl. Fast wären diese schönen Tiere ausgerottet worden. Was ist denn das Besondere an den Bisons hier im Nationalpark? Im Elk Island National Park lebt eine Herde, die dazu dient, den Bisonbestand in Kanada zu sichern. Früher lebten in Nordamerika 60 Millionen Bisons, aber sie wurden fast ausgerottet. Von unserer Herde aus wird jetzt der Bestand wieder erhöht. Und wohin siedelt ihr die Bisons aus? Wir wildern sie in Kanada, den USA, aber auch in einem Partnerprojekt in Russland aus. Das bringt für uns Sicherheit, denn so ist ein Bestand weit weg von unserem gesichert und wir können bei Seuchen oder Inzuchtproblemen auf die russischen Herden zurückgreifen. Die Russen hingegen wollen den Bison wieder auf ihrem Gebiet ansiedeln. Wie viele Bisons habt ihr hier?
Wir haben zwei verschiedene Bisonrassen. Auf dieser Seite des Parks leben 800 Wood-Bisons, das ist die nördliche Rasse. Auf der anderen Seite des Parks leben 700 Plains-Bisons, die lebten früher auf den Steppen Nordamerikas, während die Wood-Bisons ganz im Norden lebten. Darum sind sie für Russland am besten geeignet. Sie leben hier ganz in der Natur mit den Tieren. Sicher spannend. Ja, ich erinnere mich noch gut, als ich mal alleine zu Hause ein Buch las und das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht los wurde. Als ich mich zum Fenster umdrehte, sah ich nur Bisonköpfe draußen. Meine Freunde und ich können gar nicht genug kriegen von diesen Urviechern, die völlig friedlich im Schnee stehen und eine angenehme Ruhe ausstrahlen. Ich merke, jetzt bin ich wirklich in Kanada angekommen. Der sympathische Parkranger hat uns den Tipp gegeben, nach Jasper weiterzureisen. Doch nach diesem ereignisreichen Tag mit den Bisons wäre solch eine lange Fahrt doch etwas anstrengend. Also gönnen wir uns nochmals einen gemütlichen Abend im Hotel. Während meine Freunde entspannt mit der Bahn fahren, muss ich unser Auto nach Jasper bringen. Ich muss zugeben, ein bisschen neidisch bin ich ja schon, denn die Zugfahrt mit der Rail Canada soll eine der schönsten Nordamerikas sein und bietet jeden Komfort. Gewaltige Landschaftsaufnahmen und Eindrücke bringen meine Freunde von der Zugfahrt mit. Und wir machen uns sogleich auf, Jasper zu erkunden. Jasper ist eine typische kanadische Kleinstadt. Sympathisch, übersichtlich und ländlich. Für meinen Kühlschrank. Ja, super. Ja, nett, gell? Ja, toll. Ja. Wir entscheiden uns spontan, uns den ganzen Tag dem Charme Jaspers hinzugeben und uns einfach treiben zu lassen. Für die Nacht organisiere ich eine Überraschung, eine Tour durch einen Eiscanyon. Ihr müsst es gar nicht zu fest kneten, nur einfach in die Handfläche legen und dann in den Handschuh schlüpfen.
Wie lange dauert es ungefähr, bis dieser Eiswasserfall gewachsen ist? Der Eiswasserfall hier ist circa 2 Monate alt, aber er wird noch bis mindestens Mitte März weiterwachsen. Jetzt ist er erst halb so groß wie am Schluss. Weil immer mehr Wasser drüber fließt und gefriert, wächst er bis Mitte März. Dann beginnt er zu schmelzen. Ist hier auch Eisklettern erlaubt? Klar, hier sind immer viele. Da drüben siehst du die Route, die sie klettern. Seltsam, dass wir heute Nacht noch keine gesehen haben, denn genau hier klettern sie am liebsten. Die Route heißt Queen of the Moline. Hier ist das Eis blau und plastikartig. Das ist zum Klettern am besten, denn das Eis ist weich und splittert nicht, wenn sie den Eispickel reinschlagen. Hier aus diesem Kolben kommt das weiche Eis. Kommen auch im Sommer Besucher? Im Sommer ist unsere Hauptsaison hier beim Canyon. Aber im Sommer kann man natürlich nicht ganz nach unten, wie wir es heute machen. Im Sommer besucht man den Rand des Canyons, weil unten dann ein großer, reißender Fluss fließt. Von den 2,2 Millionen Besuchern des Jasper Nationalparks im Jahr kommen sogar 80% in den Sommermonaten und nur 20% im Winter. Doch bevor wir in den Canyon steigen, erklärt uns Chris, unser Guide, wie wir sicher darunter kommen. Also macht kleine Schritte und rollt von der Ferse bis zu den Zehen ab. Denn so ist das Gewicht auf dem Fuß. Wenn ihr zu große Schritte macht, dann verliert ihr den Halt und fällt hin. Immer schön kleine Schritte machen und beim Runtergehen zeigt die Fußspitze auch nach unten. Ja, nicht seitlich gehen, denn auch dann fällt ihr hin. Immer schön geradeaus runtergehen. Verstanden? These are not offset, they're designed for going straight down. Don't go downhill like this. That's how you're going to fall. Go downhill, you go straight down. Okay? Now the waterfalls that we see. Den Wasserfall, den ihr hier seht, und das rauschende Wasser, das ihr hört, wird aus dem Medicine Lake gespeist. Es fließt 19 Kilometer weit durch den Berg. And it's draining underground. Eine echte Traumlandschaft. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Hier friert nur die Außenseite. Innen fließt warmes Wasser. Kommt her, das ist der schönste Platz hier drin. Gebannt lassen wir die unglaublichen Eismassen auf uns wirken. Hier komme ich mir echt klein vor. So gewaltig zeigt mir die Natur ihre Kraft. Zurück im Jasper lassen wir den Tag bei typisch kanadischer Kost ausklingen. Deftig und geschmackig. Die Kanadier gelten als besonders gastfreundlich und das kann ich schon nach kurzer Zeit in Alberta nur bestätigen.
Bisher bin ich auf meinen Reisen selten so zuvorkommend und freundlich aufgenommen worden wie hier in Alberta. Wir wollen es den Kanadiern gleich tun und jede Gelegenheit zum Eislaufen nutzen. Eislaufen in der Dunkelheit ist in Kanada ganz normal. Ist gar nicht so kalt, gell? Nein, gar nicht. Fahren wir noch eine Runde? Gerne. Und los. Und natürlich spielen wir auch Hockey. Allerdings haben die Kanadier für unsere Bemühungen nur ein müdes Lächeln übrig. Wir sind halt dann doch keine Wayne Gretzkys. Am nächsten Tag fahren wir Richtung Lake Louise, dem kanadischen Skisport-Mekka. Einen ersten Zwischenstopp gönnen wir uns beim Columbia Icefield. Der nächste Halt wird uns allerdings auferzwungen. An einem Bahnübergang müssen wir die Durchfahrt eines Güterzuges abwarten. Doch hier in Kanada ist das keine Sache von Minuten. Nein, denn die Güterzüge sind bis zu 14 Kilometer lang und wir warten fast eine halbe Stunde, bis wir die Fahrt fortsetzen können. Nur wenig später fahren wir in einen echten Blizzard. Der dauert zwar nur ein paar Minuten, trotzdem werden wir fast weggeblasen. Alberta ist doch einfach noch eine Spur wilder, als ich es mir gedacht habe. Auf unserem Weg nach Lake Louise erblicken wir auch jede Menge Tiere. Mal neben oder wie hier mitten auf der Straße. Knapp vor Einbruch der Dunkelheit schaffen wir es noch nach Lake Louise in unsere Unterkunft, der Deer Lodge, eines der ältesten Hotels der Stadt. What's so special about this hotel? I heard some features were made here. The lodge actually celebrates its 90th anniversary. Die Deer Lodge ist schon über 90 Jahre alt. 1923 wurde sie eröffnet und damals haben sie Süßigkeiten verkauft und am Nachmittag englischen Tee serviert. Das ist für diese Region schon sehr alt. Funny stories with the age of the hotel, it often makes some. Viele Gäste haben das Gefühl, es spukt bei uns, weil das alte Holzhaus halt Geräusche macht. Dazu kommt, dass vor 30 Jahren hier ein Horrorfilm gedreht wurde. Ich finde es immer lustig, wenn die Gäste mir von den Geistern erzählen, die sie hören. Den Rest des Abends unterhält uns Sandy, ein Original aus Lake Louise, der sich spontan entscheidet, uns am nächsten Tag auf die Piste zu begleiten. Sandy ist ursprünglich Australier, ist aber bei seinem ersten Besuch in Lake Louise hängen geblieben, da es seiner Meinung nach das schönste Skigebiet der Welt ist. Ich bin aber auch ziemlich überrascht, wie viel Platz es hier auf den Pisten hat und wie rücksichtsvoll die Skifahrer miteinander umgehen.
Da könnten sich die Skigebiete in den Alpen mal ein Vorbild nehmen. Wir haben hier in Lake Louise eine sehr lange Saison. Wir öffnen schon Anfang November und schließen erst Mitte Mai. Aber wir schließen nicht, weil der Schnee schmilzt, sondern weil die Leute dann Golf spielen gehen. Und wann ist das erste Skirennen hier? Wir eröffnen immer den Abfahrtsweltcup. Hier in Lake Louise wurden schon mehr Abfahrts- und Super-G-Rennen durchgeführt als in jedem anderen Skigebiet der Welt. In der ganzen Zeit mussten nur 2 Rennen abgesagt werden. Und zwar, weil es zu viel Schnee hatte. Die Fahrer, vor allem die Deutschen und die Österreicher, lieben es hier. Verstehe ich. Es sind auch alle so freundlich hier. Es ist auch einfach, freundlich zu sein, weil es nicht so überfüllt ist wie in den Alpen. Wir haben noch Zeit und Platz für die Menschen. Eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, mal freundlich zu sein, oder? Mit dem Schlitten fahren wir zum berühmten Fairmont Chateau beim Victoria-Gletscher. Hier findet gerade ein internationales Eisskulpturen-Festival statt. In nur 38 Stunden müssen die Künstler aus einem Eisblock ihre Skulptur schnitzen. Eine knifflige Aufgabe. Einen falschen Schnitt und schon ist der ganze Block dahin. Das letzte Stück zum Victoria-Gletscher müssen wir dann mit Schneeschuhen zurücklegen. Zum Glück hilft uns Heike und erklärt uns, wie Schneeschuhe funktionieren. Der Gletscher hinter uns, wie heißt der nochmal genau? Das ist der Victoria Glacier, der ist benannt nach der Queen Victoria. So wie, also es gibt 2 verschiedene Gletscher, es gibt den Upper und den Lower Victoria Glacier. Das sind die, die man hier im Hintergrund sieht. Auch an den heißen Tee hat Heike gedacht. Den können wir jetzt auch ganz gut gebrauchen, denn wir sind schon den ganzen Tag draußen. An unserem letzten Tag der Reise geht das Eisskulpturen-Festival in seine heiße Phase. Nur noch 16 Stunden, bis die Skulpturen fertig sein müssen. Aus aller Welt stammen die Eiskünstler. Sogar Teilnehmer von den Philippinen sind mit von der Partie. Genau wie die Zeit beim Wettbewerb läuft auch unsere Zeit in Kanada ab. Leider. Irgendwie gefällt mir die entspannte Sicht der Kanadier aufs Leben.